Und weiter geht es mit dem versprochenen Bosskampf, aber zuerst kommt die Blende auf die Cutscene. Kämpft man nach dem Kampf gegen den Helikopter? Ich hätte schon gedacht, das wäre genau andersrum. Weißt du, was mir nämlich noch eingefallen ist? Das mit dem Helikopter kommt bei dem Jetstream DLC, weil man ja auch hier den Weg auf das Haus doch da nimmt. Das gibt's doch nicht. Das ist ja so viel geklaut. Ich hätte schwören können, das war hier. Oh Mann, ey. Ja, das kommt ja davon, wenn man scheiß Level recycelt für teuren DLC. Ja, warum mehr Arbeit machen als nötig, ne? Wenn man leicht Geld verdienen kann. Ja, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass das von Konami ausging, weil Dingens Platinum Games hat bisher noch nicht wirklich kostenpflichtigen DLC angeboten. Ich vermute, dass Kojima oder Konami oder beide halt wollten, dass da was kommt. So, und jetzt, meine Taktik war, hinter ihm zu rennen, damit man die Schilde nicht immer erst zersprechen muss. Aber wie ich von dir schon erfahren habe, hast du diese Taktik nicht angewendet, obwohl du das hier schon wieder zum tausendsten Mal gespielt hast. Nee, ich hab's so gemacht, wie ich vermute mal die Entwickler das auch vorgesehen haben, dass ich... Ja, sorry, aber wenn er so eine offensichtliche Macke hat, dann nutze ich die doch. Du sparst damit viel Zeit und musst halt nicht immer zweimal ihn angreifen, sondern nur einmal. Ja, und vor allen Dingen hat das ja dann auch ein Problem an sich mit dem, wenn man das wirklich halt normal lösen möchte, wenn das nämlich schief geht, das sieht man nämlich auch nachher mal, ist es halt blöd. Ja, die Phase kannst du wie gesagt umgehen, also dann rennst du einfach hinter ihn. Ja. So, wenn er dieses Schild macht, muss man dann an diesen Punkten lang halt schneiden. Dann öffnet er sich so kurz und dann muss man da schaffen, diese blauen Arme da platt zu machen. Max, ja, okay. Ah. Nee, also wie gesagt, also ich finde die Renn-hinter-ihn-Taktik cleverer und schneller. Dann hast du aber die andere Bossphase wahrscheinlich nicht gesehen. Bin ich mal... Welche, wo er dir in den Arsch tritt oder was? Wo er die Waffe nochmal umbaut und dann nochmal sich ein bisschen verändert auf dich draufstürzt. Ja, hier stehe ich beschissen. Zu nah. Und da, wo ich da gerade dachte, so, hey, der macht das Schild ganz schön lange, da kann ich ja nochmal schnell draufschlagen, hat das dann wieder geöffnet und mich in diese blöde Situation hier geworfen. Ah. Ich wollte es aber nicht akzeptieren. Ich wollte es auf diese Art und Weise auch machen, weil ich hätte es sonst zu billig gefunden. Ich sag so, doch, jetzt sind schon mal zwei Schildplatten weg. Du bist ein Masochist. Das kann doch keinen Spaß machen. Ich habe genug von den Heildingern und ich kann mich tausendmal hier sprengen mit diesem Scheißding. Das ist auch sehr clever in solch einem Moment. Okay, war gerecht. Ja. Und da wollte ich den anderen treffen und hab wieder so ein scheiß Schild hatte. Also mein Weg ist nicht der einfache, er ist der clevere Weg. Wenn er so blöd ist und seinen Rücken immer frei lässt, dann hab ich scheinbar den cleveren Lösungsansatz gehabt. Ja, wahrscheinlich. Aber egal, es sind jetzt nur noch diese beiden Platten. Und ab da an ist es wirklich kein Problem, ihn kaputt zu machen. Aber so schnell gibt er sich nicht geschlagen, wie wir jetzt sehen. Das wäre sonst auch komisch gewesen. Ach, jetzt wollte er sich eine Schere oder was? Ja, und wird irgendwie total aggro. Aber dadurch, dass er jetzt sein tolles Schild nicht mehr hat, ist diese Phase jetzt eigentlich recht gefahrlos. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich der Boss-Rush drin, ne? Weil auch dieser Boss ein Witz ist. Im Endeffekt. Ich glaube, das war übrigens alles, was man von ihm sieht, ne? Kann das sein? Ich meine nicht, dass er nochmal auftaucht. Großartig. Nee, danach ist er, meine ich, auch wirklich weg. Das ist einer der Bosse, die nicht recycelt werden. Ja. Ah ja, da hinten scheint noch mal eine Möglichkeit zu sein, wieder nach oben zu kommen.
Er könnte ja auch an der Hauswand hochrennen, ja. Ja, aber das wäre ja Logik in diesem Spiel. Nein, wir müssen doch mal diese Sequenz haben, wie wir hier durch diesen Tunnel fliegen. Das liebe ich an Platinum Games, dass die immer wieder kleine Arcade-Sequenzen einbauen. Ja, zugegeben, die dauern bei Bayonetta manchmal zu lange. Mit der Rakete, ja. Ja. Aber ich finde das schön, dass die das so auflockern. Anstatt halt wirklich konstant immer dasselbe auf einen zu ballern. Aber dieses Raketending bei Bayonetta war ja auch scheiße einfach. Ja, das, was mich an dem Ding gestört war, dass es so lange war. Ja, es war sehr lang. Wenn sie es 2-3 Minuten kürzer gemacht hätten, dann hätte ich da absolut, also dann würde ich gar nicht mehr gehen. Weil ich finde das schön, dass die da viel abwechselnd reinbauen. Oder wo du am Ende mit Jean die Rakete hochbretterst auf dem Motorrad. Wie geil ist das denn? Ja, ist auch gut, ja. Die Sequenz ist geil. So, boom. Sein toller Heli ist weg. Jetzt kommt er uns richtig schön ins Schwert geflogen. Weißt du, ich finde es immer stilvoller, die einfach nur einmal zu zerteilen. Das habe ich bei dem versuchten zweiten Anlauf dann gemacht. Das habe ich hin und wieder auch gemacht, aber ich mochte ihn nicht. Der hat mich so genervt mit seinem Schild. Du hättest ja meiner Taktik mal folgen können, ja? Ich musste einfach mal frustlos werden. Und hat's funktioniert? Ein bisschen. Man schafft es nicht, den Kopf zu zerteilen, weil er jedes Mal ja noch seine Nachricht übermitteln muss. Ja. Das ist gemein von den Entwicklern, dass sie das nicht erlauben, dass man den kaputt machen kann. Könnt's ja jetzt. Ja, aber wobei, sein Kopf liegt da noch perfekt intakt, ja. Wollte gerade sagen, könnt's noch drauf treten. wenn's Dead Space wäre. Ja, einfach da runtertreten. Oder so. Einfach wie so ein Football, da irgendwie mal gucken. Ja, ein besser Glückemanier. Guck mal, da hinten sind zwei Häuser. Das könnte ein Tor sein. Schieß da durch. Ja, ich würde das so gerne machen. Ja, ab jetzt an läuft das Spiel auch turbomäßig auch aufs Finale zu, weil der nächste Spielabschnitt ist sau kurz, dann kommt nochmal ein Bosskampf und dann sind wir eigentlich schon im Finale. Ja, nicht nur, dass der nächste Abschnitt so kurz ist, der nächste Abschnitt ist auch Level Recycling. In dem nur 4 Stunden lang Spiel, ja. What Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. Aha, 9 minus 11 ist also nicht gut. Das wissen wir doch. Also selbst Macht 2 reicht nicht aus. Oh je, wie sollen wir das dann noch schaffen können? Macht 3. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. Heißt es tatsächlich 9 minus 11? What? Ich glaube, das soll für 9/11 stehen. Ja, gehe davon aus, deswegen. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt halt an den Untertiteln orientiert. Und ich habe das einfach aufgegriffen. Das ist partout, sagt er das sogar. Part wollte eigentlich Minus sagen wahrscheinlich. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Martian? Then we have to get there first. Yavuz Mushna, impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest. Die fassen sich, können sich aber nicht kurz fassen hier. Die Welt geht in 3 Stunden unter. Aber erstmal muss ich in einem 15 Minuten Monolog halten. Ja. totale Konferenzschaltung hier. Macht, okay, ich lag mit meinem Macht 3 noch ein bisschen unter dem. Macht 23, ey. Contact Solus. 1.21 Gigawatt. Ja. Du hast ein Level-Dings verpasst. Ja. Das ist Schande. Das war, glaube ich, im letzten Level auch so. Also. Mann. Und dann hier, guck mal, wie viele Bs. Ich habe es ja schon versucht, die immer alle mitzunehmen. Aber es hat halt nicht immer geklappt. Und das da ist übrigens mein Lieblingsoutfit. Das rote Ding hier? Ja, ich mag das Rot-Schwarz. Ich liebe Spiele, die einem nicht sagen am Ende, wie schlecht man gespielt hat pro Level. Yeah. Das ist in Bayonetta herrlich. Ich habe es nur auf normal gespielt. Also ich vermute, Andreas ging es auch schwer zumindest so. Da schwer habe ich immer die schlechteste Stein, Medaille diese bekommen. Diese Steinmedaille, ne? Ja. Stein. Das war so traurig. Warum nicht direkt Leben oder so?
Oh Gott. Sand, so eine Sandskulptur, die in sich zusammenbricht. Während ja, genau. Also manche Waffen hier in dem Spiel habe ich auch nie ausprobiert. Also diese Machete, die man da kaufen kann, da habe ich nicht ausprobiert. Und dieses Holzschwert da auch noch nicht. Keine Ahnung, wie die sind. Und das Holzschwert ausgerechnet ist die beste Waffe, vermutlich. Kann sein. Nee, also bis jetzt würde ich sagen, dass Stunblade ist die effektivste Waffe. Also wenn man es mehrmals durchspielt und man sich die Mühe gemacht hat, die Sammelaufgabe zu machen für das Stunblade, dann sollte man das auch benutzen. Das ist wirklich mit das Beste. Ja, Moment, habe ich gerade was verwechselt? Ich dachte, man rennt die Straße nochmal runter. Ja, da kommt ja noch eine Cutscene. Die erinnerst du dich scheinbar nicht mehr. Aber es passiert ja gleich noch was, das auch der Grund dafür ist, dass wir am Boden langlaufen. Okay, okay. Ja, ich dachte, wir kommen jetzt schon zu Sunny. Sunny ist auch dabei, stimmt. Ach, ein schreckliches Cameo-Ding. Ich glaube, sie sagt drei Sätze. Und sie hat ihren Akzent nicht mehr, was mich stört. Und kein Spiegelei dabei. Ja, dafür haben wir diesen einen tollen neuen Jungen mit schrecklichem Akzent, der... Mit richtig schrecklichem Akzent. Weißt du, Sunny hat einen süßen, niedlichen Akzent. Aber der Junge... Ja. Kommst du immer wieder hoch. So, und da kommt das Problem angeflogen. Okay. Das Problem ist nur, dieser tolle Helikopter von denen hat leider keine großartigen Verteidigungsmöglichkeiten. Kein Täuschkörper. Nee. So, einer funktioniert, aber das Problem ist, wie viele von diesen tollen Sachen kann er zünden? Ja, keine mehr. Und wie löst man das Problem heutzutage? Richtig, mit dem Schwert. Ja. Ja, wie auch sonst in einem Schnitzelspiel. Ja. Ohne Scheiß, Dante aus Devil May Cry 3 hätte es geschafft, in der Luft die Dinger abzuschießen und wieder im Helikopter zu landen. Ja, okay. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Aber das ist doch hier realistisch, Maurice. Total. Ein Mensch, der komplett durch einen Cyborg-Anzug ersetzt wird. Ja, das ist die Zukunft. Das wird bei uns bald so sein. Hast du noch nicht Robocop geguckt? Ja. Oh. Man ahnt, glaube ich, schon, was jetzt passieren wird. Ach ja. Und jetzt das Schwert hoch. Natürlich. Er bewegt sich natürlich in Normalgeschwindigkeit. Ja klar. Während der Rest der Welt in Zeitlupe läuft. Und da schneidet er natürlich durch das ganze Ding durch. Wie durch Butter. Ja. Klar. Herrlich. Ja. Ja, also schön anzusehen. Auf jeden Fall. Jetzt ein kleiner Hops. Und ein bisschen mit der Hubschrauber entgegen. Zersäbelt. Das ist nicht GTA 5. Oh. Oh, oh. Ja, was sag ich? In GTA 5 wäre er im Rotor gelandet. Oh, 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 oh. Ich glaube, er kann sich nicht halten. Oh nein. Und da geht's abwärts. Oh oh. Die treffen nicht mal, wenn sie einen Meter vor dir stehen, ja, also keine Sorge. Ja. Und so ist Ryan gestorben. Das war Metal Gear Rising, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt das Finale, hiermit endet es. Ja gut, das tut es sogar wirklich, weil der Part jetzt gleich zu Ende ist, aber... Ja, deswegen meine Ansage. Oh, oh, ja. Oh, er scheint doch noch da zu sein. Wir haben das jetzt nicht gesehen, aus dramatischen Gründen. Schnell auf Pause gedrückt, ja. Ja.
Okay, also wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao.